Kaum zu glauben. Das war's dann aber auch schon mit dem Verlegen. Jetzt müssen die Kabel noch an die Ladestation angeschlossen werden. Am einfachsten ist es, die Ladeeinheit noch mal kurz von der Station abzunehmen. Dann geht das Anschließen komfortabler. Zum Anschließen, die 50 cm vom Kabel, die man vorher Spielraum gelassen hatte, mit einer leichten Schleife an die Kontakte halten und was zu viel ist, abschneiden. Dann an die Enden jeweils eine Klemme anbringen und zusammenpressen. Und gut darauf aufpassen, das richtige Kabel in die richtige Klemme zu schieben. Das linke Begrenzungskabel dann links, das Leitkabel in der Mitte und das rechte Begrenzungskabel rechts anschließen. Die Kabelenden wirklich gut reinschieben und die Klemmen alle fest zusammenpressen, denn sonst kommt keine Verbindung zustande. Zum Schluss die Ladeeinheit wieder in die Station einklipsen und die Station mit den Schrauben endgültig im Boden verankern. Zum Test, ob alles passt, einfach sehen, ob die LED der Ladestation grün leuchtet. Sollte sie anders leuchten oder blinken, findet man in der Bedienungsanleitung Rat.